Von wegen kleines Abendessen mit deinem Vater. Warum hast du uns nicht gesagt, dass noch andere Gäste kommen? Ich habe es doch auch erst vor 10 Minuten erfahren. Und wieso hast du dich dann so aufgebrezelt? Das hat doch mindestens 2 Stunden gedauert. 2,5. Mit Duschen? Ohne. Und wer sind die anderen Gäste? Erst einmal Helga Meister, aber die kennt ihr ja schon. Die Produzentin der Vorstadtwache. Genau, die auch in Berlin bei dem Theaterworkshop und unserem Fall im Untergrund dabei war. Und der andere ist Hardy, der Regisseur. Und weißt du, warum dein Vater uns auch eingeladen hat, Marie? Keine Ahnung. Vielleicht, weil er die beiden jeden Tag sieht und ein bisschen mehr Gesellschaft will. Ja, dann kommt doch rein, Helga und Hardy. Die anderen Gäste sind schon da. Ah, die 3 Ausrufezeichen. Schön, euch mal wiederzusehen. Hallo. Hallo, Helga. Hallo. Hallo. Und das ist Hardy, mein Regisseur. Grüßt euch, ihr drei. Ich habe schon viel von euch gehört. Ja? Hoffentlich nur Gutes. Ja klar, von Maries Vater, aber auch von Helga. Vor allem, wie ihr den Fall von Berlin so bravourös gelöst habt. Und aus der Zeitung versteht sich. Ich bin richtig gespannt darauf, von euch selbst noch mehr zu hören. Aber erst wird gegessen. Dein Auberginenauflauf ist wirklich einzigartig. In diesem Fall stimmt es sogar, denn auf diese Art habe ich ihn noch nie gemacht. Nein? Nein. Den Tipp mit den gerösteten Pinienkernen und den frischen Basilikumblättern, den hat Maria aus Berlin von deinem Festival mitgebracht, Helga. Ja, das ist nach dem Rezept von Silvis Freund Sven. Gut, nicht? Wahnsinnig, aber jetzt bin ich satt. Noch eine Gabel und ich platze. Oh, und was ist mit dem Nachtisch? Es gibt nämlich Vanillepudding mit Himbeeren. Deinen Lieblingsnachtisch, Kim. Ich glaube, den schaffe ich noch. Oder sollen wir vielleicht vor dem Dessert mit der Neuigkeit für Marie rausrücken, Helmut? Wie du meinst. Neuigkeit? Für mich? Ja, während der Herbstferien drehen wir doch hier in der Stadt. Und für die Folge haben wir noch eine kleine Rolle zu besetzen. Und da haben wir uns gefragt, ob du vielleicht Lust hättest, die zu übernehmen, Marie. Ob ich dazu Lust habe, das fragt ihr noch? Das ist doch ein Traum. Aber dein Vater ist immer dabei, Prinzessin. Ja, eben deshalb. Super, Marie. Glückwunsch. Ja, von mir auch. Toll. Entschuldigt bitte. Kim und Franzi, ihr seid natürlich am Set jederzeit willkommen. Ihr dürft kommen und zusehen, so oft ihr möchtet. Echt? Ich habe übrigens schon mal als Lichttechnikerin ausgeholfen. Bei Helga auf dem Festival. Ja, genau. Und ich war dort Kostüm- und Maskenbildnerin. Also, falls mal Not am Mann ist oder an der Frau, wir helfen gerne aus. Gut zu wissen. Und wenn gar nichts anderes geht, dann dürft ihr am Set jedenfalls mal die Klappe halten, oder Hardy? Wir wissen, dass alle still sein müssen, sobald gedreht wird. Ich glaube, Maries Vater meinte das anders. Genau. Ich meinte die Filmklappe. Hafenbecken, die 4. Du hattest doch auch schon früher tolle Gastauftritte in der Vorstadtwache. Komm, da hinten ist es ruhiger. Donna kenne ich auch, aber wer ist denn die Blonde? Das ist Naomi. Sie wird schon bald zu den ganz Großen gehören. Sie ist erst 24, hat aber in kürzester Zeit schon ihre 2. Hauptrolle bekommen. Aber Donna ist doch sicher 10 Jahre älter. Woher kennen die sich dann so gut? Von der Schauspielschule. Donna hat doch erst spät mit der Schauspielerei angefangen und vorher irgendwas anderes gemacht. Ja, sie war Krankenschwester. Darum ist sie als Ärztin vielleicht auch so glaubhaft. Tierärztin, Franzi, Tierärztin. Oh, ist doch egal. Kinder, ich unterbreche euch wirklich nur ungern, aber leider ist der Drehplan sehr straff. Wir müssen mit der Arbeit beginnen. Naomi, bitte, du musst in die Maske. Wir starten damit, wie du zum ersten Mal Hauptkommissar Brockmeier im Präsidium begegnest. Alles klar. Soll sie den Hauptkommissar gleich küssen? Wie kommst du denn da drauf? Na, weil sie sich eben schon das 2. Pfefferminztragee in den Mund gesteckt hat. Sind alle soweit? Kamera? Läuft. Ton? Läuft. Und Action! Wir sollten mit dem Verhör keine Zeit verlieren. Ja, sicher. Und wer sind wir? Also, ich bin Hauptkommissar Brockmeier. Entschuldigung. Gellert mein Name. Kommissarin Gellert, Ihre neue Kollegin. Na, dann erst einmal herzlich willkommen, Frau Gellert. Und auf gute Zusammenarbeit. Wo ist der Verdächtige? Er ist... Im Verhörraum 4. Cut! Cut! Naomi, was ist los? Hier muss irgendwo ein Luftzug sein. Kopfschmerzen.
Die haben mir gerade noch gefehlt. Brauchst du eine Tablette? Nein, danke, Donna. Das ist lieb, aber es geht gleich vorbei. Hardy, ich bringe hier alles durcheinander, sorry. Ach, kein Problem. Christian, siehst du mal nach, ob irgendwo ein Fenster offen ist? Ich hole schnell mal ein Glas Wasser. Dein Vater spielt wirklich toll, Marie. Das bemerkt man erst, wenn man aus der Nähe zusieht. Es ist alles aufeinander abgestimmt. Gesten, Mimik, Körpersprache. Ja, er ist der Beste. So berühmt und dabei so bescheiden und freundlich. Was man von seiner Tochter nicht gerade behaupten kann. Was willst du damit sagen, Franzi? Sobald du deine Schauspielfreunde gesehen hast, waren wir dir egal. Bis auf Silvi kannten wir niemanden hier. Das war ganz schön doof. Du bist doch sonst nicht auf den Mund gefallen. Oh, darum geht es doch gar nicht. Ich glaube, Franzi meint, dass es nett gewesen wäre, wenn du uns ein paar Leuten vorgestellt hättest. Ach so, klar. Ja, stimmt. Tut mir leid. Schon gut. Was haltet ihr davon, wenn wir nach dem Dreh ins Café Lomo gehen? Super Idee. Nee, geht nicht. Ich muss nach Hause und Adrian fragen, ob er mir ein paar Tipps für meine Rolle geben kann. Wozu habe ich schließlich einen Schauspielschüler als Nachbarn? Ach, der liebe Adrian? Ja, wieso? Okay, dann treffen wir uns also erst morgen wieder hier am Set. Oder wir können uns schon eine Stunde früher in der Feldkantine treffen. Gerne. Kommissarin ist die einzige Angehörige der Ermordeten. Also Donna. Naomis Mann ist ja heute auch mit am Set. Herr Professor Friedrich Boden, Inhaber einer Privatklinik für plastische Chirurgie. Oh, wie der zu seiner Frau herüberblickt. Wenn Blicke töten könnten. Nun hör doch mal mit dem blöden Fotografieren auf, das nervt. Das tut doch niemandem weh. Ruhe am Set. So, wir können jetzt. Kamera? Läuft. Ton? Läuft. Und Action. Ja, bitte? Guten Tag. Ich bin Kommissarin Gellert von der Mordkommission. Kann ich hereinkommen? Was ist denn? Es geht um Ihre Schwester Bella. Was ist mit ihr? Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass... Ah! Cut, cut, cut! Naomi, was ist los? Ich habe wieder diese stechenden Kopfschmerzen. Und ich sehe alles so verschwommen. Möchtest du dich setzen, Naomi? Ja. Ja. Es geht gleich wieder. Kann mal jemand ein Glas Wasser bringen, bitte? Ich gehe schon. Das ist lieb, Helga, danke. Der Herr Professor rührt sich nicht von der Stelle und sieht nur genervt in die Luft. Jeder normale Ehemann würde sich doch jetzt besorgt um seine Frau kümmern. Richtig. Eigentlich hätte er das Glas Wasser holen müssen. Hier, das Wasser, Naomi. Danke, Helga. Nicht so hastig. Sie trinkt das Glas in einem Zug aus. Na, wird es besser? Oder soll dein Mann dir eine Kopfschmerztablette geben? Er hat sicher was dabei. Ob das eine gute Idee ist? Nee, der guckt ja, als würde er ihr lieber Gift geben. Sollen wir eine kleine Pause machen, Naomi? Nein, nein, nein. Wir können weitermachen. Ich habe die Produktion schon viel zu lange aufgehalten. Das tut mir total leid. Gut. Okay, Kinder, dann wieder alles auf Anfang. Szene. Der Herr Professor haut ab. Ich muss los, Schatz. Eine dringende OP ruft. Du schaffst das auch ohne mich. Mach's gut. Man sieht sie später. Los, hinterher. Wollen doch mal sehen, was das für eine dringende Operation ist. Naomis Mann ist wirklich in seine Klinik gegangen. Wir sind ihm gefolgt und konnten belauschen, wie er die Empfangsschwester nach dem Schlüssel für das Medikamentenzimmer fragte. Und geben Sie mir bitte die Liste mit den hochdosierbaren Beruhigungsmitteln. Er ging dann weg und wir haben uns ins Wartezimmer gesetzt. Als er einen Augenblick später zurückkam, klingelte sein Telefon. Ach, du bist es, Donna. Ja, ich bin genervt. Du hast ja selber gesehen, wie sie sich vorhin wieder aufgeführt hat. Ich stehe auch ständig unter Druck bei meiner Arbeit. Ja, ich rufe an. Danke für dein Angebot. Tschüss, bis bald. Und dann hat er uns leider entdeckt. Was?